Heute ist der internationale Tag gegen Polizeigewalt und wir stehen hier, weil wir wütend sind. Zustand von staatlicher Willkür und Polizeigewalt untergraben wird und das Problem nicht thematisiert wird. Menschen, die eigentlich die Gesellschaft schützen sollten, werden hier zu Tätern. Werfen wir also mal einen Blick in die Statistik. Surprise! Polizeigewalt kommt deutlich häufiger vor, als sie überhaupt öffentlich genannt wird oder als öffentlich bekannt. Mindestens 12.000 rechtswidrige Übergriffe durch Polizistinnen und durch Polizisten verübt. Und das ist 5-mal mehr als offiziell überhaupt angegeben. Von diesen Übergriffen landen weniger als 2% vor Gericht und weniger als 1% wird dann wirklich verurteilt. Betroffene haben einfach keine Möglichkeit, sinnvoll dagegen vorzugehen. Immer wieder werden rechtsextreme Netzwerke innerhalb der Polizei aufgedeckt. Zum Beispiel Chatgruppen, in denen Polizistinnen nationalsozialistisches Gedankengut austauschen, sich über Vergewaltigung lustig machen oder Hitler zum Geburtstag gratulieren. Und gerade das zeigt doch klare Tendenzen, dass die Polizei eben nicht neutral agiert und bewusst gegen links gerichtete Personen vorgeht. Es braucht dringend unabhängige Beratestellen, wo sich Betroffene hinwenden können, wo ihnen zugehört wird. Sperrt uns ein, verprügelt uns, schikaniert uns. Wir geben nicht nach. Dankeschön.